Hallo zusammen, mich ist wieder heute Lan und wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein bisschen Gold raushauen. Beziehungsweise ich habe auch schon über die letzten Tage ein bisschen was ausgegeben. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt immer haarstöbern anfangen, können wir da einmal drüber gucken. Es sind eher kleinere Sachen. Und zwar habe ich 29.000 Gold ausgegeben für Medaillon der Allianz, Medaillon der Legion, so rum. Die sind mittlerweile relativ günstig im AHA, dadurch, dass ja mit 927 das zusammengelegt worden ist und ja, jetzt kriegst du die für 2.000 Gold. Ich hatte mir nämlich hier so ein Set gekauft oder kaufen wollen in der Garnison. Das ist nämlich hier hinten von irgend so einem von diesen Hans Wursten. Ne, nicht der hier, sondern der Kollege. Irgendeiner, ah ja, genau. Und hier gibt es irgendein Set für, achso, es wird mir jetzt gar nicht angezeigt, weil ich glaube ich das auch nicht kaufen kann, oder? Es gibt auf jeden Fall hier so ein Plattenset, was man kaufen konnte, wenn man ehrfürchtig bei der Fraktion ist, ne? Und mit dem Druid bin ich hier schon seit langem ehrfürchtig, ganz klar. Aber da ich hier in der Garnison einiges fertig machen wollte, habe ich gesehen, dass mir das noch fehlt. Und dann bin ich losgestiefelt, habe meinen Worry eingepackt und habe den Ruf gefarmt. Und irgendwie so nach 20, 30 Minuten dachte ich mir, ah, fuck it, das dauert hier viel zu lang. Hab ins AHA geguckt, wie lang die Legionsdinger, wie viel die kosten. Hab gesehen, die kosten 1000 pro Gold. Dachte ich mir, komm, für 30k kaufe ich mir das jetzt auf ehrfürchtig, als dass ich da 10 Stunden den Shit am Farmen bin. War definitiv die richtige Entscheidung. Und ja, also wie gesagt, 30k hat es mich gekostet, die Medaillons der Allianz zu kaufen und das Set. Also das war auf jeden Fall ein riesen Zeitersparnis. Wenn ich das manuell gefarmt hätte, ich hätte bestimmt Minimum 4-5 Stunden gefarmt, bis ich da ehrfürchtig gewesen wäre. Was ich dann noch ausgegeben habe, sind einmal so 55k für Garnisonsfollower. Klingt jetzt komisch. Ich kann euch mal zeigen, warum. Und zwar ist mir aufgefallen, das können wir jetzt auch mal hier im All the Things vielleicht nachschauen. Es gibt hier in der Garnison, das ist hier bei Erweiterungsfeatures dabei, Wallets of Draenor, Garnison, Buildings ist es, glaube ich, bei dem Wiederhersteller. Es gibt diese große Kiste mit Bergungsgut, ne? Und da gibt es halt noch T-Mog drin. Die kriegst du einfach dadurch, dass du hier so ein Gebäude aufstellst, so ein Wiederherstellungsgebäude. Und dann musst du halt einfach diese komischen Missionen spielen. Das Problem, was ich jetzt hatte, ich habe mit allen möglichen Chars hier diese ganzen Anhänger geholt, mal vor Urzeiten, dass ich die ganzen Anhänger habe, ne? Die konnte man aus dieser, ja, aus diesem Gasthaus holen. So, jetzt ist der Kack aber, wenn du Missionen losschicken willst, darfst du nur die maximale Anzahl haben. Also ich darf hier nur 20 Kollegen haben, sonst wenn ich was losschicken will, geht es nicht, ich habe zu viele Typen. Wenn du jetzt einen loswerden willst, musst du ihn deaktivieren. Das kostet mal 250 Gold. Das Ding ist, ich hatte bei manchen 40 oder 50 aktive Anhänger und musste alle für 250 Gold deaktivieren. Und das war nicht nur ein Char, sondern einige Chars. Ne? Ich brauche hier für alle Rüstungsklassen das. Heißt, es hat sich ganz schön hochsummiert, dass ich bei den allen das deaktiviert habe. Weil das ist das Falsche, das brauchen wir nicht genau da. Also dafür habe ich 55k Gold ausgegeben, dass ich diese Kacktypen deaktiviert habe. Und ich glaube, da sind auch einige Gebäude drin, weil ich musste das Wiederherstellungsgebäude tatsächlich bauen. Dann habe ich noch 40k für ein Item ausgegeben, das habe ich einfach mal random im AHA gesehen. Das war ein removedes Leder-Item, für 40k ein absoluter Schnapper. Dann habe ich mir für 70k den ramponierten Schwertgriff gekauft. Das ist das Item, was es in in Wrath of the Lich King gab, hier aus einem von diesen, aus der Saronit-Mine war das, glaube ich. Da gab es eine Questreihe und das waren 5-6 Quests und ich wollte diese Quest für die Horde auf der Hornseite abschließen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, jetzt kaufen wir den ramponierten Schwertgriff raus, dass ich das machen kann. Und dann habe ich mir noch ein 2,6870er Ketten-Item für 18k gekauft. Das habe ich auch im AHA gesehen, war relativ günstig. Dachte mir, komm, das kaufst du einfach. Genau, das sind die Ausgaben, die ich bis jetzt habe. Heißt zusammen etwa 200k, 212 haben wir dafür rausgehauen. Gut, dann würde ich sagen, guck mal, was wir jetzt noch im Auktionshaus finden. Ich habe ja jetzt eigentlich relativ regelmäßig die letzten Wochen immer geguckt. Heißt, es dürfte jetzt nicht so viel drin sein. Aber ich wollte, wenn wir jetzt quasi auf meinen Servern, wo ich eh aktiv bin, nichts Großartiges mehr finden, das mal ausprobieren, Gold auf andere Server rüber zu manövrieren über quasi das Auktionshaus, ne, über stackbare Items geht das ja mittlerweile, und da dann vielleicht nach günstigen Schnappern zu gucken. Gut, ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an. Meine Regel ist ja, ich kaufe alle Items bis 40k raus. Heißt, das Platten-Item gehört mir auf jeden... Warte mal, haben wir hier schon was ausgegeben? Ich
ich glaube ein bisschen was, ne? Aber das Platten-Item, das kaufen wir jetzt mal für 35k. Das hier kostet ein bisschen mehr. Und ich habe mir vorher das hier schon angeguckt, das chromatische Schwert. Mit 55k ist es schon sehr günstig. Ich weiß, es ist ein bisschen mehr, als ich sonst normalerweise für non-rausgepatchte Items ausgeben will. Aber ich habe das jetzt die letzten Tage und Wochen immer verfolgt und das ist schon ziemlich günstig. Das kaufe ich mir auch jetzt einfach mal für 55, dass es weg ist. Oh, jetzt haben wir versehentlich abgemountet. So. Und sonst war, glaube ich, hier nichts mehr Tolles drin. Die sind alle nicht rausgepatcht. Was ich aber gesehen habe, hier ist noch eins für 147k, was rausgepatcht ist. Und das ist mir noch ein Ticken zu teuer. Ich hatte das aber einmal schon rausgesucht hier. Das sind die Handschuhe. Und gesehen, dass es auf anderen Servern deutlich günstiger ist. Teilweise sogar fast für die Hälfte des Preises. Und da werde ich vielleicht später mal gucken, ob wir auf einen von den Servern Gold rüberkriegen. Auf Heuling Fjord wahrscheinlich nicht, weil das ist ein russischer Server und das ist immer ein bisschen blöd mit dem Einloggen. Wenn man dann sein Game auf Kyrillisch umstellen muss, sonst geht das nicht. Aber vielleicht ist ja dieser Death Guard oder Elun kein russischer Server und dann können wir es vielleicht uns da besorgen. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich wollte ja so um die Millionen etwa bleiben, im Optimalfall zum Ausgeben und nicht viel mehr. Und da muss ich dann erstmal gucken. So, jetzt muss ich die zwei Items am besten auf irgendeinen Plattenschar rüberschicken. Gucken wir mal, dass wir die erstmal lernen. Moment, die habe ich auf dem zweiten Account, glaube ich, diese Plattensachen. Hier habe ich auch schon gescannt auf Antonidas. Ich glaube, Tela Platte oder so habe ich die genannt. Tun wir hier mal wieder alle Chars einblenden. Beide Fraktionen, genau. Dann gucke ich mal, wie ich die genannt habe. Ich habe mir nämlich Test-Accounts erstellt. Blackmore, Tela Platte, genau, okay. Dann schicken wir das schon mal rüber. Tela Platte. Ich hoffe ja, dass mit Dragonflights, da wurde ja schon was angekündigt, ne, dass man eventuell mehr Char-Slots kriegt. Und dann könnte ich mir vielleicht auf dem Account auch mal wieder ein paar Sachen erstellen. Dann müsste ich das nämlich mal hin und her schicken. Gut, dann loggen wir hier schon mal aus und schauen mal hier noch auf Antonidas, was wir quasi da jetzt noch als Schnapper haben. Also wir hätten hier auf Antonidas einmal für 19k einen 239er Item aus dem Sylvanas Raid. Ich würde sagen, das kaufen wir uns schon mal. Dann haben wir hier noch aus dem Eternal Palace ein Stoff-Item für 26k, das kaufen wir uns auch. Dann haben wir hier aus dem Baktun Albtraum. Oh, ich dachte, die sind alle seelengebunden aus dem Raid. Strange. Hände, die würde ich mir sagen, kaufen wir uns auch für 37k. Und dann haben wir noch Schuhe aus dem Castle Nasria, schicksalshaft, für knappe 40k. Die kaufe ich mir auch, die kann ich mir dann tatsächlich sogar auch gleich anlegen. So, gucken wir mal. Machen mal raus. Also, das muss ich rüberschicken, das Stoffteil auch, Platte auch und die Schuhe können wir direkt anlegen. Gut, haben wir da schon, oh, ich habe bei dem Sound aus, ne? Deswegen haben wir jetzt unseren schönen Collector-Sound nicht gehört, aber ihr seht es hier, ist einmal gesammelt. Dann können wir das einmal verticken, das alte Item, das hat sogar jetzt für den Char ein Item-Level-Upgrade gebracht, ist jetzt eher selten bei mir, bei meinen Collection-Sachen, aber ab und an kriegen die Chars dann auch noch besseres Gear, ja, 240 hat er zumindest, ne. Gut, die Stoffsachen schicke ich jetzt mal auf meinen Hexer, auf den hier, und das hier können wir auf den Plattenchar schicken. Jetzt habe ich auf Blackmore gar nicht geguckt, was ich ausgegeben habe, aber das schaue ich gleich aus der Ausnahme nochmal. Also hier haben wir 126k auf Antonidas, 126 und Blackmore gucke ich einfach gleich nochmal nach, was wir da haben. Dann werden wir sehen. So, Dala, ich habe jetzt mal ein bisschen weiter gelockt und schon ein wenig geschaut, beziehungsweise auch geguckt, was ich ausgegeben habe auf Blackmore. Das war 90k, ne? Also wir haben jetzt hier auch schon 216 zusammen. Und jetzt habe ich hier auf Lothar mal gescannt. Und eins ist mir direkt ins Auge gestochen. Hier haben wir ein Ketten-Item zu 26 für 30k. Das würde ich jetzt direkt schon mal kaufen. Und ja, sonst ist hier eigentlich nichts Interessantes drin, aber wir hätten 1, 2, 3, 4 rausgepatchte Items, die halt relativ teuer sind, ne? 150, hier 150, 163, 169, 192. Ich habe mir das jetzt mal ein bisschen angeguckt, und zwar, was die sonst so gucken, ne? Man kann, was die sonst so kosten hier. Der Hammer wäre EU-Durchschnitt bei 350k. Dann das nächste Teil hier bei 191. Hier sind wir auch bei 300k. Der Umhang ist ein bisschen günstiger mit 78.
aktueller Preis auf irgendeinem Server, aber Durchschnitt ist auch 400 irgendwas K. Ich bin mir überlegen, ob ich da vielleicht was kaufe tatsächlich, obwohl es jetzt halt ein bisschen teurer ist, weil die ganzen Items, seht ihr, ich bin ja jetzt auf Lothar hier, Ashara, Belgun, Krakchin, Lothar, ist tatsächlich der aktuell immer günstigste Preis von den Items, ne? Also außer hier, da gibt es auf Nagrand noch einen günstigeren, aber sonst sind die Sachen tatsächlich auf dem Server hier am günstigsten, weil da sind halt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktuell drin. Also da bin ich am Überlegen, wir belassen es jetzt erstmal bei dem einen Item und wenn ich am Ende nicht auf eine Million komme, dann können wir uns noch 1, 2 von den teuren kaufen eventuell, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. So, das hier schicken wir einmal zu meinem Hunter, oder ist das gleich der? Jawohl. Das Kettending. Dann hätten wir jetzt hier 30k. Vielleicht, wie gesagt, kaufen wir uns nachher noch das andere, damit es dann noch mehr. Und parallel habe ich jetzt hier schon auf Equin durchgescannt, aber hier ist ehrlich gesagt nichts Tolles drin, ne? Also hier geht es bei 50k los. Hier sind es nur 60 Items. Und bis 200k ist nicht mal irgendein rausgepatchtes drin, ne? Also das ist relativ unspektakulär tatsächlich. Gut, die Sachen kosten dann hier schon 400.000, also das ist dann doch ein bisschen zu teuer. Also hier bei Equin können wir auf jeden Fall schon mal eine Null eintragen. Und dann gucke ich mal auf den anderen Servern noch, was wir da so finden. Gut, ich bin jetzt noch weiter gelockt, habe ein bisschen durchgescannt. Einmal hier auf Area da. Und da geht's, seht ihr, auf 53k los. Sind jetzt auch keine rausgepatchten Sachen drin. Gut, hier sind overall nur 69 Items insgesamt. Ich habe aber schon mal ein bisschen geguckt, ne? Hier ist zum Beispiel so ein Arkanitgewehr drin und ein paar andere Sachen, die rausgepatcht sind. Und da habe ich jetzt einfach mal, just for fun, ein paar Items gescannt gehabt, hier im Undermine Journal. Und zum Beispiel dieses komische Gewehr gibt es hier auf einem Server für 84.000, ne? Frostwolf. Da könnte ich mir theoretisch später Gold versuchen rüber zu basteln. Dann habe ich mir noch so Armschienen hier geguckt gehabt. Die gibt es hier auf Bloodfeather für 41.000. Beziehungsweise Ragnaros für 65. Also da wird es schon Sinn machen, diese Sachen quasi zu gucken, ne, wenn die halt hier fast 300.000 zahlst. Ne? Da sparst du natürlich einiges. Und da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht nachher mache, weil jetzt hier auf Erida ist eigentlich nichts dabei, was ich mir so direkt kaufen kann, wo ich denke, das macht Sinn. Ne? Also das ist irgendwie alles überteuert. Jetzt für 200k sich das Zeug zu kaufen, weiß ich nicht. Und dasselbe ist eigentlich hier auf dem anderen Server. Ne? Ich habe jetzt hier auch durchgescannt auf Black Hand müsste das sein. Und hier geht es halt auch ab 41k los. Das sind auch vor allem Stufe 60 Sachen, die kann ich nicht mehr anziehen, selbst wenn, diese, wenn die günstig wären. Und hier geht es halt, ne? Da sind auch diese Armschienen der Schattenkunst. Hier kosten sie in Anführungszeichen nur 177k, nicht die 300k oder so. Das Arkanitgewehr ist hier auch drin. Aber das sind halt alles ziemlich teuer. Also ich glaube, die beiden Server, da trage ich jetzt erstmal eine Null ein. Hätten wir mal gesagt. Also was haben wir hier? Erida und Blackhand. Und jetzt gucke ich einen harten auf Thrall. Und sonst schaue ich mal, ob ich mir auf diese anderen Server was rüberbasteln kann an Gold. Und dann kaufe ich mir da halt was. Ne? Vielleicht sind da noch andere Sachen, die günstig sind. Dann muss ich bloß wieder ein bisschen warten, bis ich quasi wieder scannen kann. Ne? Das dauert ja immer eine Viertelstunde quasi. Gut, als letztes habe ich jetzt noch auf Thrall gescannt, aber hier sieht es halt ähnlich aus, ne? Also da geht es bei 45k los und wird relativ schnell teuer. Das erste rausgepatchte Item, was ich jetzt hier gesehen habe, ist bei knappen 150, Schneider Crafting. Und hier ist auch wieder das Arkanitgewehr drin, ne? Das will ich mir auf Frostwolf jetzt holen und da werde ich jetzt gleich mal testen, wie das klappt mit quasi dem Gold rüber basteln. Ne? Ich habe ja zwei Accounts und das müsste eigentlich schon so funktionieren, aber sprechen wir uns gleich wieder, wenn es funktioniert hat. Ja? So, also ich habe mich jetzt so entschieden, dass wir das versuchen mit dem Xtreme Goldhandel. Plan ist jetzt folgender. Ich muss jetzt irgendein Item finden, was es quasi nicht im Auktionshaus gibt, was stackbar ist. Ich habe jetzt das Item gefunden, was nicht drin ist. Ihr seht, dieses Ding hier ist überhaupt nicht drin. Ne? Ich bin jetzt auf meinem Main-Char, packe das jetzt rein für ein Silber, das Item. Fuck, ich hätte das vielleicht kopieren sollen, wie das heißt. Ah ja, genau, ich habe mir das da hergestellt. So, jetzt habe ich mir einen Test-Account auf dem anderen Server hier erstellt. Und wenn ich jetzt das suche, dann müsste dieses eine Ding drin sein für ein Silber. Das kaufe ich jetzt wieder raus. Also ich bin jetzt hier auf Frostwolf auf dem Server. Und
jetzt habe ich dieses eine Food, ne? So, das ist die halbe Miete. Jetzt kriege ich auf meinem Main von dem Char ein Silber. Das ist aber wurscht. Das Wichtige ist, dass ich das Item jetzt habe. Und das muss ich jetzt verkaufen für den Preis, den ich quasi haben will, um mir wiederum die Flinte hier zu kaufen. Also 85.000. Aber es heißt ja, dass du durchs Auktionshaus verlierst du 5%. Heißt, ich muss jetzt 5% raufrennen, aber nicht nur 5%, sondern quasi vom Verkaufspreis 5% ab. Also es sind mehr als, ich kann jetzt nicht nur 5% draufrechnen, sondern es sind halt mehr. Da muss ich mir überlegen, das ist ein mathematisches Problem. Wie viel das genau sind, muss ich ausrechnen. Oder ich mache halt einfach 6 oder 7% drauf, dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber das werden wir jetzt gleich gucken und dann schauen wir mal, ob in der Stunde das Gold kommt und ob ich mir das dann quasi kaufen kann. Also das schauen wir jetzt dann gleich mal. So, ich habe mich jetzt umentschieden, das genau auszurechnen. Wir machen es jetzt einfach so, ich stelle das jetzt für 91 ein. Dann reicht es auf jeden Fall. Also dann habe ich auf jeden Fall mehr als 5%. Dann haben wir wahrscheinlich nur 1.000, 2.000 über am Ende. Da kaufe ich einfach Pets und schicke die wieder rüber und gut ist. Gut, also 91.000. Und jetzt swappe ich wieder auf einen anderen Account. Schau hier quasi wieder im Auktionshaus. Und es ist 1 drin für 91. Das kaufe ich jetzt hier an der Stelle. Und habe auf dem quasi 91.000 Gold weniger. Und auf dem zweiten Account ist das jetzt verkauft und ich kriege in der Stunde mein Gold. Und damit kann ich dann wiederum, wenn ich das jetzt richtig berechnet habe, also es müsste easy reichen, kann ich dann auf dem Server das Adamantit-Gewehr kaufen. Das geht aber nur, wenn man zwei Accounts hat. Die können aber auf demselben Battle.net sein. Weil man kann seine eigenen Auktionen mit einem Account quasi nicht kaufen. Also das ist jetzt erstmal das erste Item, was ich holen will. Und dann gucken wir mal, ob es auf irgendeinem anderen Server noch ein anderes gibt, was Sinn macht. Dann können wir das quasi genauso angehen, hätte ich gesagt. So, ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Und zwar über eine Stunde, weil es dauert immer eine Stunde, bis quasi das Gold einmal ankommt. Und jetzt haben wir hier einmal 86.450 Gold, das nehme ich jetzt mal raus. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen eingetragen in meiner Liste. Warte, wo haben wir sie denn? Hier. Das waren die 91.000 auf Frostwolf, die ich quasi ausgegeben habe. Und da sind halt jetzt dann quasi diese 86.000 bei rumgekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt hier raufgehe und Transmog klicke, muss ich da jetzt nochmal scannen. Ja gut, dann würde ich sagen, scanne ich nochmal einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, nach einer halben Ewigkeit haben wir es jetzt gescannt. Das Gold habe ich rausgenommen. Wie gesagt, es waren ja die 91.000, die ich quasi auf Blackmore investiert habe. Jetzt habe ich die hier auf dem Frostwolf-Server und jetzt können wir uns hier die Flinte einfach kaufen. Gut, vielleicht haben wir ein bisschen verrechnet, ne? 1.000 irgendwas sind jetzt übrig geblieben. Aber die können wir uns jetzt holen. Einmal lernen. Und dann haben wir jetzt quasi das Ding hier für... Also ich habe jetzt 91 gezahlt und auf den anderen Servern war das halt immer bei knappen 200.000. Also da habe ich mir jetzt schon einiges an Gold gespart. Das können wir direkt wieder wegpacken. Und theoretisch können wir jetzt halt sagen, komm, wir wollen einmal das Gold wieder, die 1.000 irgendwas, die wir haben. Kaufen uns jetzt halt irgendein Pet oder so, was so 1.000 Gold kostet, hätte ich gesagt, dass wir es weg haben. Vielleicht eins, das da noch ein bisschen mehr einbringt. Eigentlich alle ätzen die Pets, bringen alle nicht mehr ein, als das steht. Ja, Pets kriegst du eh schlecht verkauft, wenn wir ehrlich sind. Hier unten sieht man den regionalen Marktwert. Vielleicht kann man das dann einen Ticken teurer noch verkaufen. Der eine Frosch, der war eigentlich ganz gut, oder? Der 3000er Marktwert. Den könnten wir uns vielleicht noch holen. Hm. Hier, zack, eingetütet. Dann kaufen wir uns irgendwas für 100 Gold. Dann ist es nicht ganz so gewastet. Ja, das kann ich mir schon mal nicht kaufen. Der Giftmüll. Komm, der 200 Gold Preis. Der ist sogar ganz gut, muss ich sagen. Mit dem spiele ich auch ab und an. Knöchelreißer. So, die zwei Pets lernen wir noch. Klar, man hätte es sich genau ausrechnen können, ne? Aber dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Machst es so Pi mal Daumen und gut ist. Gut, jetzt haben wir das Item schon mal. Dann können wir eigentlich den ausloggen und gleich wieder löschen. Weil das Problem ist, ich bin immer am Char-Cap und ich musste schon Test-Chars löschen, wo ich eigentlich T-Mog lerne, dass ich die hier erstellen konnte. Das ist ein bisschen blöd. Gut, also den haben wir schon mal. Dann habe ich mir noch ein Item gekauft. Hier auf, jetzt muss ich nochmal nachschauen, was ist das für ein Server. 45.000 habe ich hier auf Burning Steps rüber. Und das müsste jetzt hier,
Nee, das waren, das ist Arator. 106K habe ich quasi auf Arator rüber gebastelt. Und seht, 5,3K sind quasi Auktionshaus-Cut, die sind damit verloren. Aber dafür können wir uns jetzt hier das Remove der Item holen, das Kettenteil. Und das einmal für 100.000 und auf den anderen Servern war es halt teilweise bei 300K. Seht, regionaler Marktpreis ist schon teuer. Da können wir uns das jetzt halbwegs günstig schießen. Lernen wir das auch. Und hier sind jetzt noch 700 Gold über. Können wir mal gucken. Auch hier können wir uns von mir aus ein Pet kaufen für 700 Gold. Dass wir die nicht vergehen lassen. Schauen wir mal. 700 in etwa. Weil das hat einen Marktpreis hier von 2K. Ups, jetzt haben wir mich verklickt hier. Wo waren wir? Da. Der Neruba. Können wir auch den Schal wieder löschen. Und dann hätte ich jetzt auf Burning Steps noch was für 45K gesehen, rausgepatcht das. Mal gucken, ob das auch noch am Start ist. Löschen. Vor allem das Blöde ist, ich muss die immer meinen Add-ons wieder löschen, ne? Burning Steps, wo war denn der Char? Habe ich den auf einen zweiten Account geholt? Okay, da gucke ich jetzt gleich mal, wo der Char ist. So, dann habe ich jetzt noch das letzte Item. Muss jetzt noch mal ein bisschen warten fürs Durchscannen. Und zwar auf der Burning Steps haben wir jetzt hier auch nochmal 45K umgewandelt in 42.000 und ein paar Zerhackte. Und hier müsste es hoffentlich reichen, genau, um mir quasi diese Armschienen hier zu kaufen, die sonst halt fast bei 200K lagen. Aber hier kriege ich die halt für 41K, was sehr, sehr günstig ist. Und dann haben wir auch noch tatsächlich ein bisschen Gold über. So, und damit können wir vielleicht nochmal ein paar Pets holen oder ein Pet, 1600, ja. Da holen wir uns das Gold ein bisschen zurück. Schauen wir mal, was wir hier Tolles drin haben. 1500, die sind irgendwie alle weniger sogar wert. Hier, das ist ein bisschen mehr wert. Knirschzahn. Kaufen wir uns den Vogel mal. Und dann haben wir noch 100 irgendwas über. 130 rum. Jetzt gucken wir mal, was hier so drin ist. Jetzt irgendwie alles nicht so vom Hocker. Schau mal, das hier soll 900 wert sein. Obwohl, das gibt es von dem Verkäufer in Ogrimmar. Warum soll das so viel Gold wert sein? Ach komm, kaufen wir hier das Madenhacker-Junges. Gut, dann lernen wir die beiden. Kann ich dann irgendwann mal nochmal auf einem anderen Server verkaufen. Wird wahrscheinlich 5 Jahre dauern, wenn wir ehrlich sind, aber zumindest so ein bisschen was können wir zurückholen. Gut, auch den Char werden wir jetzt wieder löschen. Perfekt, gut. Und dann haben wir jetzt damit ausgegeben 91 für das Frostwolf-Item, 45 Burning Steps, 106 auf Arator. Und dann habe ich hier das Temok-Zeug hier von den anderen Servern schon eingetragen, die ich normal habe. Dann sind wir jetzt genau bei 700K. Ich würde sagen, ich gucke jetzt die Tage mal nochmal, vielleicht nach dem ein oder anderen Item, das wir uns holen können. Und dann füllen wir das auf die 1 Million noch auf. Mal gucken, ob sich da noch was finden lässt. Die Art hier quasi auf den anderen Servern zu gucken, klappt auf jeden Fall. Und dann kann ich mir vielleicht das ein oder andere Goldstück noch sparen. So, Dala, ich habe mich jetzt doch umentschieden und zwar sind wir nochmal einmal kurz auf Lothar eingeloggt. Ich kaufe mir jetzt doch hier noch 2 Items von denen, wo ich eingangs ja meinte, ob ich die vielleicht noch holen soll. Die sind zwar jetzt über der 140K-Grenze, aber ich hatte ja nachgeguckt, dass quasi auf keinem Server in der kompletten EU die günstiger drin sind und die quasi in Anführungszeichen ein Schnapper sind, wenn man jetzt komplette EU berücksichtigt. Und ja, jetzt würde ich sagen, kaufen wir die einfach, also einmal das hier für 150. Und einmal das hier für 163, so rum. Dann haben wir nämlich relativ gut die 1 Million voll. Und ja, jetzt schauen wir mal, das machen wir zu. Also den Streitkolben, den kann ich mit dem nicht lernen und das Lederteil auch nicht. Das kann ich beides zu einem Druid schicken. Dann können wir das einmal lernen. Machen wir mal hier den Char. Und das hat jetzt zusammen nochmal gekostet... ja gut, das können wir aufrunden, ne? 314.000. Hier 314.000, das war jetzt nochmal Lothar. Und dann sind wir hier quasi overall bei 1.014.000. Eine ziemliche Punktlandung. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, dass wir immer so auf die Millionen etwa kommen.
einmal pro Woche und ja, haben wir gut geschafft. Ich werde jetzt aber trotzdem die nächste Zeit mal öfter hier versuchen, auf verschiedenen Servern das zu gucken. Vielleicht immer mal unter der Woche ein, zwei Tage, wo ich da schaue und dann schauen wir mal, ob wir da die ein oder andere Sache noch günstiger kriegen. Gut, für die Aufnahme soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Gold Waste Video wieder. Euer Chilla, bis dahin. Ciao.